Eine kleine Anmerkung. Ja, Hallihallöchen, ihr werdet gleich die finale Episode von Let's Play GTA Grand Theft Auto 3 sehen. Und hier eine kleine Anmerkung dazu, sie ist total gecuttet. Ihr werdet es merken, also zwischendrin sind manchmal Jump Cuts. Ich habe es probiert, so nicht so arg zu machen, aber ich habe einfach gefailt. Ich habe so sehr gefailt wie noch nie im Leben. Ihr habt es schon in vorigen Missionen gesehen, dass ich echt failen kann, aber das war die Spitze, das war einfach die Krönung davon. Ich habe mich dann irgendwann mal zwischen in der Aufnahme dazu entschieden, einfach diese ganzen Wege und die Fail-Sachen wegzuschneiden, nicht damit es besser aussieht für mich. Ihr werdet sehen, dass ich abgefailt habe. Ich habe sogar meine Tode alle reingeschnitten, alle Todes sind drin, habe ich extra reingeschnitten, dass es vielleicht auch mal ein bisschen lustiger ist. Hab jetzt mal wieder geschnitten nach langer Zeit, also habe wirklich sehr, sehr, sehr lang geschnitten, jetzt eine Stunde, dann ist mein Programm abgeschmiert, konnte es zum Glück zum größten Teil wiederherstellen. Danke Sony Vegas, tolles Programm. Und ja, ich habe es jetzt recht lustig geschnitten, also ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und nicht wundern, ich war wirklich sehr angestrengt von dem Level. Naja, würde ich sagen, viel Spaß beim Zusehen und nicht wundern durch diese ganzen Cuts. Also, wir hören uns gleich in der Folge wieder. Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Grand Theft Auto 3. Und dies ist eine ganz besondere Episode, denn es ist die finale Episode, ja, die 55. die jetzt auch allerletzte. Das heißt, wir werden heute die finale Mission machen. Es gibt natürlich noch Nebenmissionen und bla bla bla. Bei Love hatten wir auch noch nicht alles erledigt. Trotzdem wird das heute die letzte Folge. Finde ich recht gut. Also, muss zugeben, ich mag es, wenn solche Projekte dann so schön Zahlen aufhören. 50 hatten wir schon vorbei, aber 55 ist natürlich auch eine gute Zahl aufzuhören. Und ich bin jetzt ja mal gespannt. Letzte Folge hatte ich mich ja eigentlich einfach nur dämlich angestellt. Ich habe da nicht wirklich durchgeblickt, sonst hätten wir die Mission wahrscheinlich auch schon letzte Folge geschafft. Und wir schnappen uns einfach einen Wagen. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Also, na gut, man kann sich ja eigentlich denken, wie das Ganze am Ende ausgeht. Wir müssen jetzt, ach, wir müssen jetzt anders fahren, ne? Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Die Folge wird, denke ich, Normallänge haben. Vielleicht ein bisschen Überlänge, denn die Mission müssten wir eigentlich in relativ guter Zeit schaffen, nehme ich jetzt einfach mal an. Aber falls die Folge da wirklich zu kurz wäre, dann würde ich nochmal kurz durch die Stadt cruisen, bisschen durch die Stadt driven. Wie fahre ich jetzt am besten auf die andere Seite? Am besten die Brücke da nehmen, die da über uns ist und so komisch rumklingelt. Sehr angenehm auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich jetzt auch, ich nehme auch echt wesentlich früher auf. Also sonst, ich nehme ja GTA täglich auf, habe ich ja schon erzählt gehabt. Meistens eine Folge, aber dann auch öfters wir uns mal zwei bis beziehungsweise drei Folgen. Und sonst irgendwann mal abends, da denke ich so, ja komm, da musst du jetzt mal wieder aufnehmen. Oder du kannst jetzt mal wieder aufnehmen, aber ja, wisst ihr schon meine Meinung dazu. Ich nehme ja gerne auf. Es ist ja für mich eigentlich schon ein bisschen mehr als ein Hobby. In dem Sinne. Oder ist mir halt sehr wichtig, kann man auch so sagen. Auf jeden Fall, ja, sonst eher so ein bisschen später. So, ihr habt es ja in den Speicheruhrzeiten gesehen, so 20, 21 Uhr irgendwie. In dem Zwischenraum habe ich dann immer gedreht. Also hier die Aufnahme gehabt quasi. Aber heute, gerade kurz vor 16 Uhr. Die Übergabe. Wir gucken uns das Ganze jetzt einfach nochmal an. So, Scarface. Bekannte Serie. Von früher war so eine Mafioso-Serie, also Mafia. Kann ich jetzt aber auch gar nicht genau benennen, also hab's auch noch nicht gesehen. Da werden wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil drauf freuen können. So, das sind Schützen und wir machen es dieses Mal anders. Wir schnappen uns sofort einen Wagen und fahren sofort raus. Weil ich dachte, ich muss irgendwas töten. Oh, mein Gott. Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. So, die Cutscene hatten wir natürlich schon letzte Folge, aber ich möchte sie trotzdem nochmal sehen, weil die fand ich schon recht cool. Und einfach als die finale Mission ist da, muss man ja was Cooles bringen. Nein! Yeah! Slow Motion Action. Eigentlich ganz cool, aber da hat's. Okay. Oh mein fucking Gott! Schnell, 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 okay. Und fahr, 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 fahr. Super. Nein, 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 nein. So, das ist der Hubschrauber. Den wir jetzt auch verfolgen müssen. Okay. Wagen, Wagen. Ich brauche einen Wagen. Egal welchen. Toll. Nein, ein Taxi.
Ja, dann machen wir die finale Mission in einem Taxi. Wer hätte das denn gedacht? Ich meine, man würde vielleicht einen etwas bombasterischen Wagen denken, aber weißt du, wir fahren mit dem Taxi. Wir machen es nicht so filmreif. Und ja, wir sind ja hier der namenlose Held, denn falls es euch aufgefallen ist, vielleicht gar nicht, unser Charakter hat kein Wort gesagt im Spiel. Ich glaube, das sollte schon, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es gar nicht so aufgefallen. Aber auf jeden Fall hat er kein Wort im Spiel gesagt und man weiß seinen Namen nicht. Der Name von unserem Helden, den wir hier spielen, wurde kein einziges Mal genannt. Und den erfährt man auch erst in einem späteren Spiel, also da gab es quasi schon Andeutungen in GTA 2 irgendwie darauf, das wurde aber auch erst später bekannt gegeben. Und GTA San Andreas hat man dann, glaube ich, auch seinen Vornamen erfahren. Auf jeden Fall ist der Name unseres Helden Cloud Speed. Ja, das ist der Name unseres namenlosen Heldens, der jetzt nicht mehr so namenlos ist. Hat auf jeden Fall schon was Geiles, weil er quasi so ein bisschen, oh, weil der Name natürlich geheim gehalten wurde. Alter, das ist echt, ach, wir haben ja gar keine anderen Waffen mehr, fällt mir ein. Treffen wir den von hier aus? Ah, ah. So. Das Problem ist, dass ich Angst habe, dass unser Wagen in die Luft geht. Moment. Ja, dann hätten wir das auch erledigt. Ich schnappe mir mal den hier. Der ist ein bisschen massiver. Da können wir auf jeden Fall durch die Barrikade durchbrechen. Ihr merkt schon, ich gehe vorsichtiger vor, weil ich das jetzt wirklich bedacht schaffen will. Jawohl. Ah. Hm, und hier endet das Ganze also. Steig aus! Oh, 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 oh! Holy shit! Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja. Typen treffe ich von dir auch nicht. Verdammte Hacke. Das ist echt scheiße. Wir haben keine gescheiten Waffen. Sind hier echt gefangen. Ach du heilige Scheiße. Ja, damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Oh Gott, jetzt sind wir echt gestorben. Ah, das war ja echt nicht ein... Wo sind wir denn jetzt? Oh, warte. Ach ja, wir haben ja das Geld nicht mehr, ne? Also ich lade jetzt nochmal kurz den Spielstand. Und ich würde sagen, ich erkundige mich auch in der Zwischenzeit, lade den Spielstand neu. Ich lese mir einfach mal ein paar Tipps durch, wie man die Mission am besten meistert. Also, bis gleich. So, der Spielstand neu geladen. Das sind wir auch schon wieder. Wie schon gesagt, wir verlieren immer die $500.000, wenn wir speichern. Also, wenn wir die Mission nicht schaffen, verlieren wir eben automatisch die $500.000. Vielleicht etwas unpraktisch. Oh, ich kann auf die mittlere Maustaste drücken, sehen automatisch nach hinten. Das ist ja praktisch. Na gut, auf jeden Fall müssen wir jetzt die Mission neu annehmen. Wird natürlich kritisch, weil unsere Waffen werden sofort abgeknöpft und alles. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Vielleicht sollten wir auch in Ding speichern. In Shoreside Valley, also da in dem Stadtteil quasi, wo auch die Mission stattfindet. Ist übrigens die einzige Storyline-Mission, die da stattfindet. Ich weiß schon wieder falsch. Denn, ja, dann, wenn wir da speichern und sterben, dann können wir von da aus direkt quasi wieder loslegen. Ich habe mir das ehrlich gesagt nicht so schwer vorgestellt. Die Mission scheint echt schwierig zu sein, aber, naja, ist ja die finale Mission. Da muss man ehrlich gesagt auch nicht mit nichts anderem rechnen. Entschuldigung, verspreche mich wieder. Nichtsdestotrotz. Meine Nase kitzelt gerade. Meine Nase kitzelt! Ah, verdammt. Merkt euch, niemals eure Nase kratzen, wenn ihr Auto fahrt. Dann passiert sowas. Naja, ob es das jetzt so gebracht hat, werden wir dann... Alter. Dein fucking Ernst. Okay, huch. Hallo, 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 hallo. Ja. Ah, okay. Okay, schnell, schnell. Mann! Scheiße. Okay, jetzt vorsichtig, vorsichtig. Steig ein, steig ein! Oh mein Gott. Ja. Da ist er. Okay. So. Wir haben übrigens alle 100 versteckten Päckchen gefunden, hat, wie schon gesagt, ist...
Los, 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 los! Ich habe es ja auch öfter mal welche gefunden. Auf jeden Fall gibt es ja 100 versteckte Päckchen überall Liberty City. Wenn man die alle gefunden hat, dann kann man hier quasi an eine Geheimstelle, genau in dieser Mission, und kann sich ganz viele Waffen holen, wodurch die Mission sehr, sehr vereinfacht wird. Das wäre mir natürlich gerade nur zu recht, aber nun gut, manchmal muss man es halt auch. Manchmal muss man es auch schwer angehen. Wir werden uns auf jeden Fall noch einen neuen Wagen holen, bevor wir da rein donnern. Da könnt ihr drauf wetten. Okay, da oben sind wir auch schon. Dauert ja an sich jetzt auch gar nicht so lange, hier lang zu fahren. Neuer Wagen. Moment, da kommt doch so ein besserer. Nee. Sah ihm so aus. Komm, den nehmen wir uns. Ich habe gar nichts gemacht. Okay, eine volle Schutzweste wäre natürlich noch besser. Blah. Da ist aber nichts. Da ist ein Leben bei dem hier. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich schaffen wir das. Ich bin so gespannt. Oh Mann, da würde man sich echt Quicksave wünschen. Ohne Witz. Irgendwie nochmal kurz davor mal Quicksave. Das würde es mir echt vereinfachen. So, wir fahren mal kurz hier runter. Dann können wir gerade Ziel wenden. Okay. Gucken wir uns mal die Lage an. Problem ist, dass ich die von hier aus nicht erwische. Was? Ja, danke. Komm, her damit. Okay. Oh mein Gott, wir sind durch, wir sind durch, wir sind durch. Das schaffe ich niemals, oder? Nein! Oh Gott. Ach, verdammte Ah, verdammt. Okay, ich würde sagen, ich nehme es einfach weiter auf, aber cut einfach die... Oh. Und cut einfach die Stellen raus, in denen ich hier immer dann zur besagten Mission fahre. Weil es mir jetzt sonst echt zu lange dauert und zu langweilig für euch wird. Ja, also wie schon gesagt, das ist, glaube ich, jetzt einfach die beste Lösung. Das heißt, ich werde es einfach ganz normal hinfahren, die Mission annehmen, und wenn wir dann mitten in der Mission sind, werde ich einfach wieder reinschneiden. Also ich nehme es einfach weiter auf und cut dann die ganzen Wege raus, weil es sonst einfach zu blöd wird, Leute. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, aber die Folge würde ich gerne, also das würde ich heute gerne noch hinkriegen. Also würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder in der Mission. Willkommen zurück, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier zurück nach Portland gefahren. Hier ein kurzer Cut, ihr habt es ja gemerkt. Ich habe gesagt, wir sehen uns in der Mission wieder. Aber ich nehme jetzt diesen Wagen hier, Patriot, kugelsicher. Und mit dem werden wir das Ganze auch angehen. Den haben wir ja schon mal für eine Mission benutzt. Und der hat sich ja als guter Freund erwiesen. Wir haben ihn ja zum Glück behalten können. Der war ja auch schon ein bisschen geschrottet. Aber wie gesagt, der ist ja hier anscheinend komplett kugelsicher. Bin mir da nicht sicher. Also wenn wir halbwegs vorsichtig fahren, dann sollten wir mit dem Wagen echt gut durchkommen. Also der hält schon so viel aus und kugelsicher oder hält sehr viele Kugeln aus. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Verdammte Scheiße. Wir fahren jetzt auf jeden Fall rüber auf die andere Stadtseite und das seht ihr dann alles nach dem Cut wieder. So, da bin ich auch schon wieder da. Wir haben den Patrioten sicher hier rangebracht und der wird ja hier sowieso geheilt. Also quasi, wenn ich den Wagen hier in der Garage renne, fahre, dann wird er gespeichert und auch ja, wieder ganz gemacht. Es war echt krass, also wir sind eigentlich gut hierher gekommen, nur da musste ich über eine Brücke jumpen, die ist irgendwo da, das ist diese schiefe Holzbrücke, da musste ich echt einen Jump über einen See drüber machen, hab's gerade noch so geschafft und bin da noch eine steile Wand hochgefahren. Ist echt schade, dass ich das jetzt nicht gefilmt habe, also dass ich das jetzt hier nicht aufgenommen habe. Entschuldigung Leute, es war eine relativ coole Aktion auf jeden Fall. So, wir haben da jetzt eben gespeichert, haben die 500.000 und mit dem Wagen, Moment. Ja doch, das wenn wir den Wagen jetzt davor halten, ist er dann noch da oder verschwindet der? Bin ich mir nicht sicher. Habe ich schon gesagt, der Wagen, der wäre echt essentiell für die Mission. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ja, ist okay. Kugeln können wir jetzt eh nichts mehr anhaben, beziehungsweise hält der Wagen ja echt ordentlich was aus. Und wenn wir jetzt gut vorangehen, dann sollten wir das auch schaffen. So, ich packe den schon mal andersrum. Ist er tot? Naja, hoffen wir es.
Der liegt da so auf der Motorhaube rum. Die Übergabe? Sie. Scheiße. Ja, lauf. Holy motherfucking shit. Ja toll, das haben wir schon ordentlich. So, und jetzt vorsichtig voran. Ja gut, das war jetzt. Das hier. Ah, oh, nein. Sieht doch von vorne aus, naja. Ach, das ist ja noch eine Waffe. Das ist ein. Moment. Ja, das ist ein. Das ist ein Sniper. Oder? Komm schon. Ja! Oh, danke, Spiel. Hä? Hallo? Ich möchte anvisieren. Ja, okay. Vielleicht eine falsche Tastenbelegung. Oh Mann, hätten wir nur mehr Schüsse. Okay, super. Jeder Schuss hat gesessen. Das ist richtig gut. Das ist echt richtig gut. Ah, jetzt habe ich irgendwie F gedrückt. Okay, wir sammeln. Wir gehen jetzt echt. Leute, ich gehe jetzt echt super vorsichtig vor. Jetzt könnt ihr mir glauben, wir haben noch einen Schuss. Also in der hier. Oh Gott, wenn wir mehr davon hätten, die Mission wäre so easy. Okay, weg vom Fenster. Die Waffe ist leider leer, schade. Aber, also die Scharfschützenwaffe. Sag mal, ich. Oh, ich habe mich echt ein bisschen dämlich Ach du Heilige. Ja, der ist weg. Der hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Da hinten ist noch einer. Da wäre auch noch so ein explosives. Oh Gott, lauf! So, hier. Schön aufpassen, Aufnahme läuft. Ja, alles läuft super. Oh Gott. Komm! Ja. Mann, jetzt. Alter, ich bin fast tot. Verdammt. Scheiße nochmal. Okay, wir sehen uns gleich wieder nach dem Cut. What the fuck? Na, dann kann ich von hier aus eh nicht erwischen. Mann. Dass ich hier aus der Entfernung auch nicht erwische, ist ja mega nervig. Nö. Hier ist es eventuell etwas gefährlich. Huh! Oh Gott! Ist ja eine Todesfalle, wo ich gerade stehe. Nö, keine Chance. So, warte. Okay. Jetzt haben wir natürlich auch keinerlei Schutzweste und nichts. Der Typ scheint aber noch nicht zu. Ich will immer diese Fässer da erschießen, ne? Es wird aber nichts. Ah, Mann, verdammte Scheiße nochmal. Da hätten wir uns echt die Schüsse noch mehr aufsparen. Sag mal, jetzt triff doch mal. Oh Gott, die Zielung hier ist ja auch eine Katastrophe. Ich muss den Wagen nehmen, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss jetzt einfach so krass mit dem Wagen hier durchbrettern, wie es nur geht. Alter, ja, ist okay. Oh, scheiße, Mann. Nein! Nein! Komm schon, bitte, bitte! Oh, danke. Okay. Bring das Ding in die Luft. Na toll, jetzt haben wir noch mehr Zeit. Begrenzung Dingens. Ja, der brennt. Haben wir sich alle überfahren? Ja, Tatsache. Ja, toll. Gott, wie mache ich das denn? Oh, mein fucking Gott. Wir haben noch 6 Leben, das werde ich nicht schaffen. Egal, den Cut werde ich dann gleich hier wieder machen. Komm.
Aha. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Nein, der hat letztes Mal angefangen zu brennen, der Wagen. Was? Was? Bis gleich. Lol, ich möchte gerade mal hier anmerken. Ich denke, ich werde das reinschneiden. Was zum Teufel geht hier gerade ab? Ihr seht es gerade. Ich sitze eigentlich gerade in diesem Wagen hier drin. Okay, probieren wir mal auszusteigen. Ach ja. Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ehrlich gesagt. Wirken zwei von denen jetzt. Hä? WTF, wie kann so ein Bug überhaupt passieren? Okay, ich frag's lieber nicht. Ich bin halt direkt eingestiegen, als die Sequenz losging, daher. Ja, ich würde mal sagen, das macht die Folge doch zu was Besonderem. Auf jeden Fall. Der Typ links scheint auch irgendwie Doppelkopf zu haben. Okay, den fahren wir mal wieder weg. Keine Ahnung, was der Bug soll. Ich scheine echt ein Talent dafür zu haben. Ist mir echt schon oft in Games passiert. Also ich scheine echt einer von solchen Leuten zu sein, die echt richtig viele Bugs finden. Gibt's ja Leute, die finden manchmal welche. Leute, die finden kaum welche. Und ich bin echt wohl einer von denen, die echt richtig viele finden. Das ist krass. Krass. Alter Schwede. Nein! Alter Schwede. So, das Problem ist, dass wir uns wieder probieren anzufackeln. Komm, komm, geh aus, bitte, bitte. Bitte geh aus. Danke. Wir haben aber noch 2 Minuten 30, daher. Oh. Verdammte Scheiße. Nein, nein, nein. Geh aus. Bitte, bitte. So, nächster Versuch hier. Ich bin hier schon wieder und... Nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein... Komm schon. Okay, ich stecke hier fest. Und der Wagen wird wahrscheinlich auch noch dadurch geschrottet. Mal gucken, ob ich hier noch rauskomme. Danke, dass ich so viele Bugs finde, genau zu diesem Level. Das ermutigt einen einfach total. Oh, ich bin gerade so angenervt von dem Level, das glaubt ihr gar nicht. Aber, also ich denke, man müsste es schon nerven, aber ich bin echt richtig angenervt von dem Level. Oh, verdammte Scheiße nochmal. Ja. Schießen kann ich immer noch nicht. Oh, oh, nein, 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 nein. Dein fucking Ernst, ich sterbe echt sofort. Okay, wieder zurück und diesmal nehmen wir einen anderen Weg dahin. Ich glaube, der ist auch einfach kürzer. Leute, ich bin gerade so gereizt und so verdammt genervt von der Mission, das glaubt ihr nicht. Also ihr wisst ja schon, bei Sayonara Salvatore, da hatte ich echt schon riesige Probleme mit. Wobei, da hatten wir auch noch keine Schutzweste und nichts, also da bin ich echt... Da bin ich echt nicht mit den besten Bedingungen drangegangen, aber... Oh, bin ich jetzt genervt, das ist ja richtig schlimm. Wir haben keine Waffen. Ich bin ja auch der schlauste einer, ey. So weit waren wir noch nie und ich habe keinen einzigen von ihnen getötet, Alter, das kannst du mir nicht erzählen. Alter, dein Ernst, jetzt klicke ich hier raus... Nein, 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 spring! Wir sind tot. Ja, ja, toll.
Jetzt stirb doch, verdammte Scheiße, nochmal. Na toll, danke, tot. Okay, ich habe jetzt eine kleine Idee, wir sind wieder hier. Das wird auf jeden Fall sau riskant. So, dass Maria und unsere... Die Schlampe da flieht schon wieder. Verdammte Scheiße, jetzt schnell weg hier. Ich habe eine verdammt... Ach, da war sogar ein Herz. Ich habe eine sehr blöde Idee, aber ich probiere es einfach mal aus. Man weiß ja nicht. Ich glaube, es wird nicht funktionieren, aber egal. Falls es ja gar nicht klappt, kann ich es ja wieder hier ausschneiden am Ende. Falls es funktioniert hat, dann freut euch, dann hat irgendwas funktioniert. Sag nicht, dass ich die Mission jetzt schaffe. Sag nur, dass ich eine Idee habe. Ich kann von hier aus niemals da runterschießen, ne? Durch den Zaun gilt es nicht. Oh, verdammte Scheiße nochmal. Vielleicht von dem Abhang hier. Was? Ja, toll. Kann ich jetzt hier wenigstens? Ja, hier. Komm schon. Ja. Zwei Schüsse noch. Sind sie alle weg? Ja, okay. Nein, nein, nein. Okay. Jetzt schnell Wagen schnappen und weg hier. Wir haben nur noch 3 Minuten, 50 Sekunden. Verdammte Scheiße, verdammte Scheiße. Wir haben sie jetzt einfach mal von hinten getötet. Feige Aktion von mir, aber... Drastische Situation erfordern drastische Maßnahmen. TM. Von daher fahren wir jetzt einfach mal hin. Ich muss sagen, ich habe jetzt wieder etwas Mut gefasst, aber... Von der Zeit her wird es auch knapp. Das heißt, wir fahren da jetzt einfach durch, laufen hoch, das sind keine Typen, und geben unser Bestes, diese verdammte Schlampe vom Himmel zu holen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, also, ja, ne? Er versteht schon. Der hat sich schon mal selbst getötet. Komm, 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 komm. Verdammte Scheiße. Okay, spring rüber, verdammt. Cloud! Cloud! Also mein Charakter hier. Komm, 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 komm. Komm, komm! Komm schon! Ja! Bitte, bitte, bitte! Oh Gott, im Himmels Willen! Was geht denn da ab? Hallo? Alter! Ich habe gerade so ein Adrenalin drauf und so ein Herzschlag. Oh mein Gott. Ja. 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 Have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. We're gonna have such fun, cause you know, I love you, I really do, cause you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. I broke a nail and my hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Oh Gott, oh Gott. Ja, Leute, sag mal. Jetzt kann ich es gar nicht fassen. Ich hoffe, ich rede gerade nicht zu laut. Ich probiere mal meine Stimme runterzuhalten. Nur die Musik ist hier gerade ein bisschen laut. Im Hintergrund sehen wir ein paar Gebäude. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich kann mit Sicherheit sagen, wir hatten schwierige Missionen. Ich würde sagen, Sayonara Salvatore. Dann, oh Gott, wie hieß hier eine Mission? Ich weiß gar nicht, welche ich... diese Sterne zu zerstören. Die war auch ziemlich schwierig, aber die waren nicht so schwierig wie Sayonara Salvatore.
Aber die finale Mission. Die finale Mission von ihm gehört zu den schwersten Missionen überhaupt, die wir gespielt haben. Und ich hab's geschafft. Ich nehme es seit 2 Stunden auf. Ich werde das... Also, das, was ihr jetzt eben gesehen habt, war echt total zurückgecuttet. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Ich hoffe, ich habe jetzt die 10 zusammengecuttet, wo ich nicht so rumgeraged habe, weil ich scheiße drauf war, weil das Level so schwierig war. Aber ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Und das Erfolgserlebnis ist umso größer. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass der Mist funktioniert hat, den ich eben probiert habe. Audio Programming Raymond Rush Usher. Auf jeden Fall hören wir im Hintergrund hier noch. Utze, 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 utze. Wunderschön ist das. Ich habe meinen Timer nicht mal mitlaufen lassen, aber wie schon gesagt, also waren jetzt gut, ich glaube, 1 Stunde, 30 Minuten mindestens. Audio und Videomaterial nun mal. Alter, eine krasse letzte Folge. Ja, was kann ich sagen? Ich habe es ja schon mal, glaube ich, gesagt am Anfang irgendwann mal der Folge, ist schon 2 Stunden her. Eigentlich geiles Game, auf jeden Fall sehr abwechslungsreich für das, ja, für dieses erste 3D-Game, beziehungsweise der Anfang. Man kann ja eigentlich sagen, dass mit GTA 3 da wirklich erst diese epische Reihe ihren Lauf genommen hat, beziehungsweise da ging es dann erst richtig los, kann man so sagen, meiner Meinung nach. Ein gelungener erster Teil. Meiner Meinung nach gab es einfach diese Probleme von der Portierung. Es war ja jetzt eine PC-Portierung, kam ja zuerst auf der PS2 raus. Dann erst auf dem PC und da hat man es ja gesehen, ich konnte jetzt auch nicht, also Auto ziehen konnte ich jetzt auch nicht machen, das hat mir doch geholfen auf jeden Fall. Und diese ganzen Bugs, ihr habt es ja gesehen, es kam echt ein Haufen Bugs jetzt noch in der finalen Mission dazu. Davor haben wir schon einige gefunden. Was eigentlich klar ist, der Beat ist echt cool. Ütze, 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 ütze. Ja, ich plapper da jetzt gerade mal drüber, ihr wisst schon. Musikrechte und der ganze Scheiß. Ja, trotzdem geiles Game. Grafik hat mich jetzt nicht gestört, dass es jetzt schon älter ist. 2002 auf dem PC rausgekommen. Das soll ja, also auf der PS2 soll ja die Grafik noch etwas besser sein. Also ich denke mal, wenn man jetzt einen guten Monitor anschließt. Ich habe jetzt ja auch einen richtig, richtig großen Monitor angeschlossen. Und von daher sah das natürlich jetzt auch recht, ja. Also es sah auf jeden Fall völlig in Ordnung aus. Da kann ich mich nicht beschweren. Klar, also bei GTA 4 oder GTA 5 dann, falls es dann irgendwann mal für den PC rauskommt, weiß jetzt noch nicht, ob es angekündigt ist, wann es für den PC rauskommt. Wenn die Folge rauskommt, wie schon gesagt, habe das ganze Projekt im Voraus aufgenommen. Ja, genau, alle 55 Folgen habe ich im Voraus aufgenommen. Cutscenes. Okay, Cast. Auch noch ganz praktisch. Und ja, da kann ich nur sagen, also, Projekt wird ja quasi 2 Monate lang gehen. Jeden Tag eine Folge. Und, oh, ich weiß gar nicht. Was soll ich denn hier noch alles sagen? Die Endscenes werden hier noch lange laufen. Leute, wenn ich mich an GTA 4 erinnere, das ging, keine Ahnung, 15 bis 20 Minuten ging da die Endscenes. Aber wir lassen sie ganz durchlaufen. Wir müssen einfach den Entwicklern den Respekt zollen, den sie auch verdienen. Für dieses geniale Game. Klar, ich hatte Missionen, für die ich mich echt aufgeregt habe. Wie schon gesagt, Sayonara Salvatore. Das war echt eine Mission, wo ich mich mega aufgeregt habe. Da hatte ich aber noch nicht keine Schutzweste, weil da wusste ich quasi noch nicht, dass man die kaufen kann. Oh, hier, stop here on red. Hier nochmal die Brücke. Hier sieht man echt nochmal ganz schicke Szenen von der ganzen Stadt. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Missionen erledigt, nicht alle Easter Eggs gezeigt. Das tut mir natürlich leid, aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm, aber ich glaube, es ist einfach ein guter Moment, das Let's Play abzubrechen. Nicht abzubrechen, aufzuhören. Was laber ich? Abgebrochen wird hier nichts. Wobei, an der Mission eben, ich habe echt schon gedacht, ich mache einen Rage-Cut. Also echt, dass ich habe echt gedacht, nee, ich brauche jetzt eine Pause davon. Aber ich habe es geschafft. Und das war meine eigene Idee. Wirklich, da jetzt hochzufahren, die abzuschießen, wieder runterzufahren, mit diesem verdammten Zeitdruck, das war meine Idee. Da bin ich jetzt stolz drauf, auch wenn ich mich scheiße im Spiel angestellt habe. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Hier bin ich vorhin übrigens rübergejumpt, das habe ich aber nicht aufgenommen gehabt. Richtig knapp war das. Da habe ich den Wagen quasi von Portland hierher gebracht, zu der Station, wo wir dann gespeichert hatten. Ich hätte mir echt mega einen Quicksave gewünscht. Leute, das hätte mir das Ganze um die... Das hätte mir echt mehr als die Hälfte der Zeit erspart. Ohne Witz. Mehr. Locker mehr als die Hälfte. Dann hätte ich wenigstens wieder an einer bestimmten Stelle wieder und wieder ausprobieren können. Und hätte nicht den ganzen Weg fahren müssen, was echt mega nervig war. So, da haben wir hier im Hintergrund nochmal die ganzen... Alter, dauert ewig lang, aber ist klar, es sind ein Haufen Leute daran beteiligt, aber in den Folgeteilen sind es noch mehr geworden. Also in Folgeteilen werden es noch mehr Leute. Special thanks to Adam, Tedman, Alex Masson, Judy, Henderson, Casting, Hamish Brown, Chrissy Boban, Ines Ricker, Lion, Bruce Carr, Bob Hillary, Emily Henderson,
Richie Henderson, Little T, Nick Love, Alexander Illis und Baron Chen. So, Entschuldigung für falsch ausgesprochene Namen. Ach, das waren schon die End... Ja, die Credits. Krass. Na, ging ja sogar von der Länge her. Und hier nochmal ein Ausblick auf das Cox-Stadion. Da sieht man so ein bisschen. Dünn, dünn. Und wenn wir auf unseren Kontostand gucken, was sehen wir? Genau, wir haben jetzt 1.020.550 Dollar. Ich habe hier meine Hand angeschlagen, aber schade, dass mir das jetzt nicht so angezeigt wurde mit der 1 Million, die aufsteigt. Aber oben, wenn ihr oben rechts guckt, wir haben jetzt 1 Million. Wir haben wirklich 1 Million durch die Mission bekommen. Ist bis GTA 5 echt die höchste Anzahl an Geld, die man in der Mission kriegt. Also wirklich, nur in GTA 5 kriegt man bei, ich denke mal, bei diesen Banküberfällen. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, GTA 5. Daher bitte auch nicht spoilern, aber soweit ich weiß, bei Banküberfällen kriegt man dann wirklich nochmal mehr dazu. Aber bis GTA 5 quasi hat man hier wirklich das meiste Geld gekriegt mit 1 Million. Und falls ihr euch fragt, wieso ich immer noch spiele. Schön übrigens, dass mein Wagen irgendwo verschollen ist, aber... Da stellt mich erstmal speichern. Speichern, speichern. Heilige Scheiße, ey, nachdem wir das jetzt geschafft haben, ey. So. Holy Macaroni, sage ich da nur. Was auch immer das bedeuten soll. Haben wir denn für Waffen dabei? Okay. Naja, schön, dass wir uns alle Waffen abgeknüpft haben. Aber gut, mit 1 Million können wir da schon relativ viel raushauen. Falls ihr euch fragt, wieso ich noch im Spiel bin. Wir unternehmen noch eine kleine Reise, die wird kurz gehen. Nur eine ganz kurze Reise. Also ich wollte euch jetzt mal zeigen, dass wir, wie viel Geld wir halt quasi für die Mission bekommen, wollte ich euch natürlich noch zeigen. Und ja, dann würde ich mich jetzt hier schon mal vielmals bedanken, dass ihr zugesehen habt. Ein langes Let's Play. Ich muss gerade überlegen. Müsste echt eins meiner längsten sein. Also wenn man jetzt Minecraft absieht. Und ja, das ist, also wie schon gesagt, Minecraft ist natürlich ein, ist natürlich was anderes. Weißt du, da hast du 100 Folgen schon in Anführungszeichen relativ schnell zusammen. Ist nun mal so, aber bei anderen Projekten ist das natürlich was anderes, weil da natürlich Missionen sind, da musst du die Mission schaffen. Da läuft das alles ganz anders, das kann man gar nicht vergleichen. Da kannst du nicht einfach mal schnell aufnehmen, sondern da musst du echt, da muss was passieren. Von daher, wir fahren jetzt einfach mal hoch. Richtung. Ich verrate es noch nicht. Ihr werdet es gleich sehen, wo ich hinfahre. Oh Gott, ich habe immer noch so. Habe ich immer noch so ein Herzklopfen? Ja, habe ich. Alter, dieser Damm, ey, der. Oh, nee. 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 Den werde ich nicht mehr sehen. So, wir müssen jetzt hier einen ziemlichen Umweg fahren. Wo geht es eigentlich durch diese Tunnel da durch? Da fahren wir jetzt einfach am Ende, Leute. Das muss jetzt einfach sein. Ich nehme jetzt über 2 Stunden auf. Das ist echt seit langem. Naja, ja doch, ja, ist echt schon seit längerem mal wieder so eine lange Aufnahme. Komme ich da nicht durch? Ich komme da gar nicht durch. Holy shit. Tunnel Testers at Work. Kann man da später irgendwie hin, oder? Ah, das sind wahrscheinlich die Tunnel, die dann irgendwann mal später fertig gebaut werden. Ich weiß gar nicht. Liberty City Stories hatte ich auch schon mal gespielt, angezockt. Spielt es nach Liberty City oder vor? Ich glaube nach. Ich glaube, das ist nämlich, oder ich kann es gar nicht sagen. Kann sein, dass ich mich jetzt irre. Auf jeden Fall, falls ihr es mit dem Liberty City Stories Gameplay vergleicht, das geht ja da, also könnt ihr euch ja gleich angucken, mal reingucken. Da werdet ihr sehen, dass die Stadt müsste sich gleichen, nur manche Gebäude müssten nicht fertig sein. Ich weiß nicht, ob Liberty City Stories vor diesem Teil spielt oder nach diesem Teil, aber auf jeden Fall hat sich die Stadt verändert. Soweit kann man sagen. Das ist Cox Stadion, sieht man das von hier aus? Da steht Cox. Hier, das da. Diese Schrift da, diese weißen. Scheiße, wir werden angeschossen. Nein! Alter, ich bin so froh, dass ich die jetzt los bin, diese scheiß Penner. Das hat mich schon immer so aufgeregt, wenn die mich hier angeschossen haben. Ja, komm. Lass gut sein. So, die Folge wird auf jeden Fall absolut Überlänge haben. Ich werde mal gucken, dass ich es auf 45 Minuten halte. Ihr werdet es ja jetzt sehen. Ich denke, ich werde manche Versuche einfach komplett ausschneiden. Das hat so keinen Sinn. Aber auch wenn es rausgeschnitten ist, ich kann euch sagen, es waren harte 2 Stunden, das jetzt aufzunehmen. Und es war deprimierend. Sau deprimierend. Aber das Glücksgefühl war umso größer. Naja gut. Ist schon relativ krass. Ja, wir fahren jetzt. Ihr dürftet es, glaube ich, schon. Nee, da ist ein bisschen schlecht. Können wir da gleich rechts fahren? Ja. 69 Street. Die ganzen Filmandeutungen hier. Wir fahren zum... Francis International Airport Sumo. Auch sehr schön.
Oh, oh mein Gott, oh. Das wäre jetzt ein bisschen uncool gewesen, wenn ich jetzt gestorben wäre. Ja, wir laufen zum International Airport. Dort werden wir das Let's Play beenden. Vielleicht wissen schon ein paar von euch, wieso hier. Ich werde es euch gleich nochmal sagen. Auf jeden Fall, zum Ende kann man sagen, sehr abwechslungsreich. Hat mich sehr überrascht, also ich wäre ehrlich davon ausgegangen, dass es wie ein GTA 4 ist. Klar, da war es auch schon abwechslungsreich, aber da waren sehr oft die gleichen Missionen. Hier, muss ich ehrlich sagen, waren sie eigentlich komplett unterschiedlich. Also ich könnte mich jetzt echt nicht daran erinnern, dass wir jemals nochmal die gleiche Mission gemacht hätten. Natürlich, mal eine Ähnlichkeit oder mal eine Mission. Klar, also da bestimmt, aber das war so, also sorry, aber das war echt abwechslungsreich. Also mir wurde, in dem Sinne, mir wurde echt nicht langweilig im Spiel. Das kann man nicht sagen, klar, es hat mich echt genervt teilweise, weil ich einfach so schlecht war, beziehungsweise abgefällt habe. Während im Springen kann ich nicht die Waffen wechseln, ist interessant auf jeden Fall. Und mit dieser Bazooka konnte ich auch nicht springen vorhin. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen kann. Ich glaube, das war's eigentlich auch. Auf jeden Fall, ja, ich freue mich schon auf den nächsten Teil, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann ich jetzt nur noch sagen. Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Ich kann mich ja generell mal umsehen. Weißt du, Folge ist eh schon so lang, aber jetzt... Mann, ich will da auf den Airport. Toll, jetzt komme ich da nicht rüber, meine Maus. Das war auch so nervig. Ich denke, ich habe es reingeschnitten, aber an der einen Stelle, wo ich es dann fast geschafft hatte, habe ich mit der Maus rausgeklickt. Leute, das... Oh. Na gut, an der einen Stelle habe ich ja fast meine Tischkante zerlegt. Das könnt ihr wissen, ich habe meinen Tisch hier fast zerlegt. Ich war noch nie so wütend in einem Game. Noch nie in meinem Leben. Ist das geil. Keine Ahnung, aber irgendwie... GTA hat's ausgemacht. Kann ich da nicht hochspringen? Komisch. Mann, jetzt beeil dich doch mal hier. Komm. Ich fühle mich hier ein bisschen verarscht, Alter. Die Katterei von dem Ding wird so gut. Weißt du, ich habe gedacht, ich schaffe das locker in 15 Minuten. Ich dachte sogar noch schneller. Na gut, wenn ihr ins Internet guckt, ihr werdet sehen, die meisten... Also, die Mission ist definitiv in 8 Minuten schaffbar. Wenn man weiß, wie es geht, aber... Ich brauche 2 Stunden. Das klingt einfach so... Das klingt einfach so beschissen, wenn du das so sagst. Weißt du, die Mission kannst du in 8 Minuten schaffen und ich brauche 2 Stunden dafür. Wir haben jetzt wenigstens 1 Million. Alter, wie komme ich auf den Airport? Ich fühle mich gerade so verarscht. Ich hätte hier nicht reingehen sollen. Mann, ich hole mir jetzt einen Wagen. Maximum Height 4 Meter. Meter? Bist du noch hier in Amiland? In USA sind wir. In USA. Yeah! Dicke Dinger. Also, das klang falsch. Entschuldigung an alle... Minderjährigen, sag mal, Maus, jetzt bleibt mal drin. Ja, eine paar Wünsche an den nächsten Teil. Also, Vice City kommt jetzt als nächstes. Da muss ich jetzt hier kein Geheimnis draus machen. Das hatte ich, glaube ich, auch schon. Muss mir jetzt ehrlich sagen, dass ich hier nicht durchkomme. Dankeschön. Also, Vice City wird der nächste Teil. Ich hoffe, die Maus bleibt drin, weil jetzt zum Beispiel ist sie aus dem Bildschirm draußen. Wenn ich jetzt klicke, wird die Aufnahme abgebrochen und ich werde auf den Desktop zurückverfolgt, was mitten in der Aufnahme einfach total nervig ist. Mitten in der Mission noch nerviger. So. Ja, dann hoffe ich mal, dass mal weniger Bugs drin sind. Es waren wirklich ein paar lustige Bugs drin. Ein paar, da kann ich mir echt gar nicht erklären, wie es dazu gekommen ist. Aber generell, dass es einfach mal weniger sind. Weniger Glitches, weniger Bugs. Ah, okay, hier auf jeden Fall Liberty City International Airport. Auf jeden Fall schon mal hier interessant. So, jetzt sind wir hier am Airport. Ja, dass es vielleicht mit dem Ziel ein bisschen besser klappt, das ist mit der Steuerung, weil das war hier doch ein bisschen teilweise hakelig. Also mit dem Schießen, boah, das war richtig nervig. Dann hoffe ich mal, dass die Mission vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es wurde eigentlich gesagt, dass das Spiel gar nicht so einen hohen Schwierigkeitsgrad hat, aber ich habe es wirklich als schwer empfunden, muss ich ehrlich sagen. Also ich hoffe mal, dass ich mich da einfach im nächsten Teil besser tue. Vielleicht lag es jetzt auch einfach an den genannten Kriterien. Ich würde sagen... Das war's dann. Hier am Airport beenden wir das gesamte Let's Play. Ich kann mich von dem Let's Play irgendwie doch nicht trennen. Es hat aber, Leute, im Endeffekt muss ich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist wirklich ein sehr geniales Game. Muss ich sagen, also nicht, dass jetzt manche denken, ich habe mich jetzt hier so sehr aufgeregt. Nein, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Muss ich ehrlich sagen, also, Leute, es waren wirklich nur ein paar Folgen. Es waren vielleicht, keine Ahnung, insgesamt 5 Folgen von 55 oder so, wo ich mich dann echt mal aufgeregt habe, diese inbegriffen. Also wo ich mich dann richtig klar zwischendrin hat man sich mal geärgert, aber dann ging es auch. Und ich will sagen, vielen Dank fürs Zusehen, danke fürs Zuschauen vom Let's Play. Das war's dann, die allerletzte Folge, die finale Episode. Und dann noch ein herzliches Tschüssi und wir sehen uns wieder in Vice City.